Hi Leute, das Shop-Datum für den Galaxy Scout. Was ist eigentlich mit den Autos los? Wann kommen sie endlich ins Game? Und vieles mehr jetzt in den Fortnite News. Hi Leute, ganz kurz, bevor dieses Video losgeht, wir haben die 500 Abonnenten geknackt, vielen, vielen Dank dafür, ich bin gerade mega happy, am Sonntag kommt dafür ein fettes 500 Abo Special und jetzt viel Spaß mit dem Video. Herzlich willkommen zu den Fortnite News vom 24.07. Wir starten gleich mal mit der ersten News und zwar fragt ihr euch ja alle schon, wann denn endlich die Galaxy Späherin, also der Galaxy Scout in den Shop kommt. Ihr wisst ja, der Galaxy Cup ist dieses Wochenende und nur die Top 10.000 in Europa bekommen den Skin, aber es wurde ja angekündigt, dass dieser auch in den Shop kommt. Hier gibt es jetzt Neuigkeiten und anscheinend soll das Datum feststehen, wann der Galaxy Skin in den Shop kommt. Es gibt dazu einen Leak von Roland GT. Roland GT ist ein Content Creator bei Complexity Gaming und der durfte vorab den Galaxy Scout Skin ausprobieren. Also ist auf jeden Fall eine sichere Quelle, hätte ich mal gesagt. Und der hat eben wohl das Datum für den Galaxy Scout verraten. Ich zeige euch jetzt gern kurz den Ausschnitt und übersetze dann für euch, was er denn so sagt. Anybody will be able to get the skin. All you need is an Android device if you want to get it early. If you want to get early access to it, you need an Android device, and then you need to compete in the Fortnite Galaxy Cup. There'll be more details on that, and then if you don't compete in that, you can purchase it out of the item shop on July 31st. Ja, zu Beginn hat der gute Roland GT gesagt, dass man, wenn man vorab den Galaxy Scout Skin haben will, ein Android-Gerät braucht, um am Cup teilzunehmen und dort kann man die Galaxy Späherin eben gewinnen. Es ist nur so, dass es genauso wie bei der News vom Fortnite, dazu habe ich ja schon mal ein Video gemacht, angekündigt wurde, braucht man ein Android-Gerät, aber scheinbar ist es doch so, dass man wirklich nur mit einem Samsung Galaxy ab einer bestimmten Generation teilnehmen kann und sonst nicht. Ihr könnt es gerne mal trotzdem ausprobieren mit einem Huawei oder was auch immer ihr für ein Handy habt. Vielleicht klappt es ja irgendwie, aber das muss ich euch doch nochmal sagen, dass es eher schlecht aussieht. Ich glaube, dass es einfach nicht klar kommuniziert wurde. Aber auf jeden Fall geht er dann weiter darauf ein und sagt, dass aber später die Galaxy Scout für alle verfügbar sein wird im Shop und hat als Datum den 31. Juli genannt. Der 31. Juli in Amerika, somit wird es bei uns vermutlich mal der 1. August sein, das heißt um 2 Uhr, wenn sich der Shop aktualisiert, in der Nacht, von der Nacht vom 31. Juli auf 1. August, sollte dann um 2 Uhr praktisch der Galaxy Scout verfügbar sein. Wahrscheinlich im Bundle, vielleicht auch einzeln zum Kaufen. Ich vermute, wie gesagt, eher, dass es das Bundle sein wird mit dem Gleiter und der Spitzhacke und dem Wrap. Ich bin schon mega gehypt. Ich hoffe, dass ich ihn jetzt schon vorab im Galaxy Cup gewinnen kann. Dann würde ich natürlich gerne euch auch nochmal ein Showcase machen und euch genau zeigen, wie er aussieht. Versprechen werde ich euch aber hier nichts, denn ich weiß noch nicht, wie weit ich hier kommen werde. Dann kommen wir gleich mal zur zweiten News. Und zwar, was ist mit den Autos los? Ihr habt es gemerkt, auf der Map fehlen die Autos komplett. Also die sind einfach nicht mehr da. Und es hat ja geheißen, dass die Autos jetzt released werden. Es war sogar schon eine Mission angekündigt mit den Autos, aber sie sind immer noch nicht da. Jetzt hat Fortnite endlich mal ein offizielles Statement rausgehauen und zwar schieben die das Ganze mal wieder auf die Kein-Schwitzen-Versicherung, also auf die No-Sweat-Insurance und sprechen eben darüber, dass es wohl noch dauern wird und die momentan noch Probleme haben. Und Epic Games eben davon ausgeht, dass es noch ein paar Wochen dauern wird, bis die Autos und die Straßen besser gesagt ready sind. Das kann natürlich jetzt heißen, dass sie eventuell diese Season gar nicht mehr kommen oder erst am Ende zu dieser Season. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt, ich will endlich mit den Teilen rumdüsen. Ich will eigentlich sofort mit denen fahren, ich will nicht mehr warten. Aber hier müssen wir uns einfach noch gedulden. Epic Games, bitte beeilt euch da, ich freue mich schon drauf. Die nächste News, der Wasserstand ist wieder gesunken, also es ist wieder einiges an Land frei geworden, wir haben wieder einige Kisten zurückbekommen auf der ganzen Map
Und diesmal haben wir auch noch eine besondere Neuerung. Wir haben zwei benannte Orte wieder zurückbekommen. Also wir sprechen hier von alten neuen Orten sozusagen. Der erste neue Ort, der jetzt wieder zu erkunden ist, ist Weeping Woods. Der wird uns jetzt wieder angezeigt mit drei Fragezeichen. Wir fliegen da jetzt einfach mal runter und schauen uns das Ganze an. Also jetzt von oben, es ist doch noch relativ viel Wasser dort. Also der Fluss ist noch ziemlich überschwemmt. Aber wir haben jetzt deutlich mehrere Häuser. Also hier der große Turm, der ist ja schon länger frei. Diese Brücke, die war letzte Woche, glaube ich, nur ein bisschen bei den Dächern zu sehen, wenn überhaupt. Und hier sieht es doch schon wieder ziemlich nach unserem alten Weeping Woods aus. Klar, es hängen ein paar Algen rum, es fehlen die Autos, aber ansonsten erinnert es doch ziemlich an das alte Weeping Woods. Der Ort ist jetzt auch entdeckt. Der zweite versteckte bzw. Ort, der uns mit Fragezeichen angezeigt wird, ist das gute alte Craggy Cliffs. Auch das hatten wir in den letzten Wochen ja schon teilweise freigelegt. Wir hatten ja sogar schon eine Mission, wo wir dort Fische fangen müssen, aber es war halt noch kein benannter Ort. Jetzt ist Craggy Cliffs wieder ein benannter Ort. Auch hier ist es so, man kennt es, es sieht aus wie früher. Es sind halt ein paar Algen dort, aber ansonsten sieht das Ganze schon ziemlich nice aus. Die vorletzte News, die ich für euch heute habe, bezieht sich auf die Strudel. Epic Games hat ja, wie ihr wisst, zum wiederholten Male die Strudel rausgenommen und jetzt ist es wieder soweit. Laut offiziellem Statement von Epic Games sind die Strudel wieder drin. Es fragt sich nur, wie lange, also es war jetzt ja schon zwei oder dreimal, dass die rausgenommen wurden. Ich hoffe, dass die Strudel jetzt einfach drin bleiben, weil es einfach als Mobility ziemlich praktisch ist. Dann kommen wir auch schon zur letzten News, die ich für euch habe. Und zwar haben wir ja ganz aktuell die Mission, bei der wir bei Rickety Rick 500 Damage anrichten müssen. Das ist gar nicht so leicht, deshalb gibt es jetzt hier auch einen Trick. Und zwar könnt ihr einfach in der Nähe von Rickety Rick oder auch außerhalb einen Hai fangen. Also ihr könnt den auch irgendwo dann hinziehen quasi, wenn ihr mit dem Wasserski fahrt. Und ich habe jetzt hier einen gefunden, ganz in der Nähe von Rickety Rick. Fahr einfach mit dem Hai in Rickety Rick rein und schieß einfach auf den Hai. Das heißt, den Damage, den man auf den Hai macht, zählt als Damage für die Mission. Ich zeige euch das jetzt auch nochmal. Ein bisschen Damage hat mir noch gefehlt. Und jetzt sollte die Mission eigentlich gleich erledigt sein. Jetzt werde ich ja abgeschossen. Ich baue mich mal ganz kurz ein. Und jetzt sehen wir es auch schon. Also die Mission ist jetzt erledigt. Ich hoffe, dieser Tipp hat euch weitergeholfen, falls ihr die Mission nicht sowieso schon erledigt habt. Das war's jetzt auch mit den News für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Haut rein, euer Kicks.